Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Battleborn. Wieder mit am Start ist das Zweikampfsofa. Juhu! Ja, und wir sind immer noch hier bei Smirk Sammerbad. Hallo, gesagt. Hallo. Was Vernünftiges, gut. Ja. Hui. Wir müssen noch die sabotieren. Ja, die sabotieren, die Raffinerie sabotieren. Und, alles kaputt machen. das ist. Hui. Das kann ich mir merken. Nein. Ich fliege. Da war doch ich auch. Da war noch eine Kiste. Wie Superman. Boing. Und wir rennen links oder rechts? Ich bin links gerade. In die Mitte, nein. Scheiß was, wir sind sowieso alle zusammen. Ich helfe mal der linken Seite, weil da linken Seite ist nämlich der Marquis. Und deaktiviert die Sicherheit. Und braucht Hilfe. Dann könnt ihr weiter. Oh, jetzt muss ich wieder nachladen. Hätte ich mal eine Aufnahmepause machen sollen. Au! Wo kommt ihr denn alle her? Das hättest du vielleicht, ja, das stimmt. Vorbereiten wollen. Brauchst du Hilfe, Snox? Ja, nein, alles gut. So. Sehe ich so aus? Habe ich je Hilfe gebraucht? Habe ich jemals Hilfe gebraucht? Kann man dir überhaupt helfen? Das ja, ist die andere, ich sagen, jetzt durchaus recht mehr zu helfen. Auf der rechten Seite sind noch jede Menge Gegner. Ja. Okay. Die kommen alle zu mir. Die schweben da auch noch so ein bisschen. Schönen guten Tag, Jungs. Ich bin da. Die Welle kommt. Das ist die verrückte Welle. Schaffst du das alleine? Habe ich je Hilfe gebraucht? Habe ich jemals Hilfe gebraucht? Sollen wir diesen Text jetzt nochmal wiederholen? Sollen wir diesen Text jetzt nochmal wiederholen? Sag jetzt ja, komm. Ja, ich habe ein Déjà-vu. Ich habe ein Déjà-vu. Ein Déjà-vu? Warte mal, du wirst... So, und wir zurück noch. Ach, guck mal da. Ja. Guck mal da. Da ist das haben wir gerade freigeschaltet. Achso, das weiß ich doch nicht. The Trip. Wie der Amerikaner sagt. Die Plattform. Die Plattform, ja. Ja, ich habe mich gerade nicht verstehen können. Was macht eigentlich hier... Ey, hat sich der Arsch hier gerade vor mir gesetzt? Alter, wie geil das ist. Ich weiß nicht, wie du meinst. Schnell zum Reaktorkern. Wir sind ja, wir waren hier schon. Echt? Ich habe gedacht, beim letzten Mal hat jetzt schon Freude gehabt, dass wir es geschafft haben, das letzte Mal verkackt haben. Hier. Ich würde hier gern weg. Also jetzt brauche ich doch Hilfe, Hilfe. Marquis ein bisschen zurückfallen lassen. Es ist eigentlich. Meine Güte, sind da viele hier. Stirb wie ein Monster, komm. Die Blase hier aufgestellt. Wer war das? Ich. Aber ganz ehrlich, Onkel, du machst mit einem Schuss machst du die weg, wenn ich das so richtig sehe hier. Ja, das ist auch ganz gut, ne? Aber ich schieße mal vorbei, das ist mein Problem. Ja, okay. Das ist etwas, das sollst du als Scharfschütze ist das eben nicht die Option, die man hat. Kann ich auch nicht schießen? Ich bin runtergefallen. Oh, verdammt. Oh, ganz schlecht. Ich halte dich, weil du bist wieder. Nicht bewegen. Ich mach mal deine Frisur schön. Genau, mach die Haare schön. Ich mach die Haare schön. Ich halte dich nochmal ein bisschen. Das ist nett von dir. So bin ich. So bin ich. Krieg ich auch was? Nein. Du warst. Ich wusste es. So, das ist der Raum, wo wir abgekackt haben, Leute. Ich kann mich da gerade gut dran erinnern. Achso, ich musste mal meine. Guck mal, kein Schaden gemacht hier, scheiße. Komm her, nimm dich. Spitzel. Und weg. Lass mich auch mit. Was ist er denn für einer? Ein Elektrifizierer hier, oder was? Aber Wasser und Elektrizität ist sowieso nicht so gut zusammen. Der ist jetzt gerade hier hin und her geleckt, der Typ. Hin und her geleckt? Oh, wenn er es gut gemacht hat, es kann Lecken ja auch ganz nett sein. Lecken ist ganz cool, ja. Also ich mag Lecken. Also am Eis. Genau. Die Schüssel aus. Komm, das Eis hast du dir doch jetzt gerade bloß ausgedacht. So, wovon redest du denn? Wir sind ein Kinderkanal. Wir haben aber Zuschauer, die unter 18 sind. Au, ich bin schon wieder am Arsch. Im Popo. Ich komm zu dir. Kein Problem. Wo bist du überhaupt? Wie bist du da hingekommen? Was machst du da? Und warum? So, heilen? Ach ja, denn hier. Mach einen lustigen Strahl auf dich. Guck mal, da ist schon gespritzt. Da bist du wieder. Da, das ist nicht da. Wie ein dicker Watz. Oh, ich bin wieder am Arsch. Das gibt's doch gar nicht.
Ich habe ein bisschen ungutes Gefühl, wenn der gute Onkel immer drauf geht. Das ist nicht so witzig. Ja, ich muss wieder zurückgehen. Ich bin Scharfschütze. Oh, scheiße, ich bin gleich im Arsch. Der Haken ist, du kannst... Nicht wegen. Du kannst mittendrin nicht deinen Charakter jetzt wechseln. Du musst mit dem jetzt... Ja, ich weiß schon. Geh mal zum Snorks, lass dich mal heilen hier. Komm, dann gehen wir zum Arzt. Wo ist ein Snorks? Da hinten. Warum kommt Snorks eigentlich nicht zu mir? Ja, das verstehe ich auch. Weil ich einen Gegner hier hatte und versuche, den eigentlich so wegzuarbeiten, aber der britzelt mich so langsam weg. Ich versuche, diese Turrets hier aufzubauen, wisst ihr? Ach, Quatsch. So, der Onkel lebt wieder. Ja, super. So, bevor wir jetzt das Ding aktivieren, sollten wir mal... Ja, vor allem den hier, der ist ganz wichtig. Die Turrets anmachen, da oben, meinst du? Ja, genau, der ist gut. Gibt's noch mehr? Ja, weil der ist so ein bisschen geschützt von den anderen. Ich gucke mal, wie das hier. Also, viele von diesen Splittern einsammeln. Ah, hier unten ist noch so ein... Ich mach mal den an. Was hätten sie denn gern? Feuer, Blitze? Blitz ist ganz gut und Feuer ist auch ganz gut. Nur nicht diese Temporalfalle, die verlangsamt nämlich nur. Und wenn wir es nicht mitkriegen, machen die so gut wie... Also die machen zwar auch Schaden, aber nicht so dolle wie die anderen. Die halten dann nur fest und das... Genau. Da muss eigentlich daneben stehen. Genau. Wenn du nicht dabei bist, ist Blitz oder Feuer halt noch die beste Option. Ja. Hast du den ganz da oben auch schon mal gemacht? Siehst du den? Den? Da oben? Wenn du mir sagst, wie ich da rankomme... Ich glaube, da wo dieses Ding ist, ist glaube ich nämlich da. Aber das ist kein Turret, das ist einer, fliegt mir nach. Ach stimmt, ja, genau. einer fliegt mir nach. Kennst du den nicht, einen fliegt mir nach? Ein berühmtes fliegt mir nach. Ja doch, kenne ich, habe so, ich auch schon. Ich fürchte, oh, da oben halt, ist stopp, noch einer. Da oben ist noch einer. Der ist gut, der sieht ziemlich gut aus. Moment, ich bin am Rennen. I'm running. Also du bist ja Roboter, so, Schocks-Dinger. So, also wir müssen das Ding verteidigen und nicht draufgehen lassen, das Teil hier. Also im Zweifel müsste einer mindestens immer hier stehen, um das Ding direkt zu schützen. Sollte der Marquis sich nicht da oben hinstellen, sag mal? Wo denn eine hin? Etage höher. Da oben. Okay, warte, ich renne da hin. Sinnvoller. Hast du von da Übersicht? Kannst du denn hier die Basis sehen, die Base? Die Base kann ich sehen, ja, die ist gar nicht. Ja, dann nicht aktivieren. Doch, warum nicht? Natürlich. Na gut, aktivieren lieber. Wir sind doch jetzt fertig. Heil mich mal lieber. Ich bin echt? Kaputt übrigens. Ja. Du bist kaputt? Aber ich bin auch müde. Ich verstehe nicht, was mein, was diese komische Uhrzeit hier zu bedeuten hat. Dieses komische. Das hier. Dieser Kreis. Uhrzeit, Kreis? Wovon redest du? Ja, diese gelbe Blase, die ich gemacht habe jetzt. Wenn man. Ja, da verkürzt sich die Abklingzeit der Sachen, glaube ich. Die Abklingzeit der anderen Fähigkeiten, wenn man da drin steht. Und Abklingzeit ist natürlich gut, weil es ja Spezialfähigkeiten sind. Also, alles gut. Was ist das für einer? Warum? Hilfe. Also ich bin eine Ebene jetzt tiefer von unserer Base. In der Hoffnung, bösen wilden Watzen da schon fertig zu machen. Hier oben ist scheiße. Oh. Du wirst von hinten angegriffen, ne? Richtig. Die Base wird angegriffen. Das ist schon los hier. Ich bin genau vor der Base und will überrennen. Lass dich doch nicht einmal überrennen, sag mal. Oh. Ah, jetzt hab ich dich schon. Also ich glaube schon, dass in dem Level ein Nahkämpfer ziemlich geil wäre. Also der. Wo bist du denn da? Ey, das ist. Warte, Onkel. Und die Base ist schon ein Drittel runter. Warte, oder? Achtung. Ja, bleib stehen. So lange. Die Base hat schon ein Drittel runter. Ja, ich kann's grad nicht helfen. So, danke dir. Ich war gerade noch. So, liebe Zuschauer, wir metzen uns mal hier so durch. Ja. Oh, Scheiße! Der Turret da oben ist schon wieder komplett im Arm. Wer macht jetzt den Onkel Highlight? Ich kann das machen, aber dann hast du die Base am Arsch. Ja, ich hab die Base am Arsch, ja. Okay, das sieht schlecht aus. Ich komm nicht ran, der haut mich weg hier. Sieht sehr schlecht aus mit der Figur hier. Na, hätte ich nicht nehmen sollen. Ja, das ist ein Lernprozess, ne? Also das ist ja. Manche Level passt der eine und dann der andere wieder der andere und. So. Ja, aber auch diese fiesen Flug,
Verschwindibus, Hau, Flug, Schlag, Verschwindibus. Haugegner hier, ich bin doch böse. Ey, und dann haut mich wieder einer von hinten hier. Ist auch unangenehm. So geht das nicht. So kann ich irgendwas rein. Bombt hier immer rein. Was ist das denn? Da hinten ist einer. Vor allem die Turrets wieder aufbauen, falls sie kaputt sein ja, können. Ja, ich hab kein Geld. Können. Also ich hab keine Splitter. Wow. Oh. Geld hab ich auch nicht. Geld hab ich auch nicht, ne. Das ging schon hart kaputt hier, das Ding. Ja, was schießt auf dieses Ding uns gerade? Ja, irgendeine Flugnase wahrscheinlich. Wieder aufpassen. Da. Ja, warte mal, von hier? Was hin? Ne, den hab ich nicht. Also ich hab den einen, der hier unten war, irgendwo. Ah, hier hab ich eine schöne Übersicht. Glaube ich. Sind da Feinde? Ich sehe gar keine. Nee, 7 Sekunden Quatsch. Noch. Oh, da drüben ist wieder ein Turret weg. Oi, 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 oi. Ich hab kein Geld. Ah, kein Splitter. Mensch. Ich hab gebaut. Die Welle kommt. Die Welle kommt. Wenn sie sagt, dass sie kommt, dann kommt sie prompt. Da fliegt dann so eine Flugnase. Die machen die ganz oft kaputt da. Mhm. Ich bin schon außerhalb von Turret. Alter. Ich werde nur hin und her gebumst hier gerade so. Ich meine, also, du verstehst, was ich meine. Nein. Ja, das ist weg. Boah, Glück gehabt, ey. Scheiße. Also hier oben ist eine gute Stelle, glaube ich. Hier ist wieder so eine Flugnase. Die müssen weg. Die machen alles fertig hier. Oh, 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 ich bin betäubt. Ich bin betäubt. Ich mache nichts. Ich stehe hier rum. Wir tun unser Bestes. Das ist manchmal nicht genug. Ich weiß. Oh, ein Turret ist weg. Dein. Was ist denn das hier? Oh, ich bin hier runtergefurzelt. Oh, Heilung! Das Ablink-Terminal wird angegriffen. Wenn es zerstört wird, ist Nova auf ewig verloren. Jo. Also, mal frisch machen hier. Ich stehe hinter dir. Snorks? Nein, kann ich gerade nicht. Oh. Huch. Der ist mir nicht tot. Ja. Das hätte ich auch früher machen können. Wir sind immer noch halb runter. Wir müssen Nova verteidigen. Machen wir doch gerade, Mädel. Zumindest arbeiten wir dran. Das ist nicht so einfach wie mal hier. Nee, er jammert sich wieder ein zurecht, aber. Ich verabscheue dich bis ins Mark. Dicke Jungs an der Base. Ja, dicke Jungs, ich arbeite hier schon. Die Jungs, die gerade gespawnt sind, alle weg. Ich bin aber schon dicke Jungs am Bearbeiten. Ich bin tot. Wir sind immer noch tot. Hä? Die Mission ist gescheitert. Scheiße! Base ist im Arsch. Im Arsch. Okay, ich würde sagen, der Onkel muss einen anderen Charakter wählen. Ja, und auch. Und du auch. Bei meiner feuchten. Deiner Muschi. Das ist keine Katze. Ich spiele keine Katze. Vielleicht soll ich auch den Spieler wechseln. Das machen wir jetzt mal Schiss, genau. Das ist ja unglaublich, wie gut wir diese Mission schaffen. Nicht. Ich sollte vielleicht den Spieler auch wechseln. Also der jetzt, der hinter dem Joypad sitzt. Ja, das haben wir nicht. Oh, ich habe Tobi freigeschaltet. Wow. Jetzt erst. Na gut. Hast du ihn schon? Nee. Ich glaube schon, ja. In diesem Sinne. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.